Hallo und herzlich willkommen zu meinem Channel. Ich habe schon einige Jahre keine Videos mehr gemacht, doch heute wollte ich mal die Gelegenheit nutzen, euch ein besonders schönes Projekt vorzustellen zur automatischen Erkennung von Vogelstimmen, zum Beispiel im heimischen Garten, und zwar BirdNetPI. Manche von euch kennen vielleicht Apps zur automatischen Vogelstimmenerkennung, wie zum Beispiel die BirdNet-App. Damit kann man also Audioaufnahmen machen und die dann analysieren lassen. Und die App spuckt einem dann halt aus, welche Vogelarten erkannt werden. BirdNetPI ist im Prinzip das gleiche oder sowas ähnliches, basiert auf der gleichen Software von Stefan Karl. Nur, dass diese halt 24/7 auf dem Raspberry Pi läuft. Das hat halt ein paar Vorteile, ne? So kann man zum Beispiel einen guten Überblick sich darüber verschaffen, welche Vogelarten sich im heimischen Garten so herumtreiben oder auch nur vorbeiziehen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich gehe mal auf die Übersichtsseite. So, ich habe also hier direkt ein Diagramm mit den Top 10 der erkannten Arten von heute. Zum Beispiel die Heckenbraunelle und die Kohlmeise, die Ringeltaube und so weiter. Darunter habe ich direkt ein Sonogramm der letzten Erkennung. In dem Fall war das eine Heckenbraunelle. Und darunter habe ich ein Sonogramm der aktuell verarbeiteten Audioaufnahme. Gehen wir nochmal hier hoch. Ich kann mir nämlich diese letzte Erkennung direkt anhören. Ich klicke einfach mal drauf. Es ist eine Heckenbraunelle, das sehe ich auch im Sonogramm, steht aber auch hier drüber. Und es scheint mir etwas leise zu sein, aber ich klicke trotzdem mal drauf. Konnte man noch ganz gut hören. Hier habe ich noch einige Angaben zur der Anzahl der Erkennungen von heute in der letzten Stunde, der Anzahl der heute erkannten Arten und der erkannten Arten insgesamt. Ich habe hier noch einige Angaben mehr. Ich kann zum Beispiel hier auf Best Recordings gehen und mir jetzt zum Beispiel eine bestimmte Art aussuchen, die alle hier erkannt wurden. Ich kann aber auch einfach runterscrollen und mir dann halt hier die Aufnahmen so ansehen oder auch anhören. Zum Beispiel hier die Kohlmeise. Die Heckenbraunelle hatten wir eben. Ich spiele sie trotzdem mal ab, weil das eine schönere Aufnahme ist. Trotz des Rasenmähers im Hintergrund. Eine Ringeltaube. Oder auch mal eine Amsel. Ja, den Stieglitz spielen wir auch noch mal kurz ab. Ja, und ich denke, das reicht erstmal. Ich kann natürlich auch hier, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel hier auf Amsel klicke, dann wird mir hier direkt die Amsel angezeigt und darunter halt auch direkt ein paar Bilder, die abgerufen werden aus Wikimedia Commons. Und ja, damit kann man direkt einen Überblick verschaffen. Also wenn man jetzt nicht weiß, wie sieht der Vogel überhaupt aus, kann man ihn sich direkt halt angucken. Species Stats. Es sind also ein paar Statistiken. Es dauert einen kurzen Moment, nicht wundern. Und ja, bereitet die Daten auf und zeigt es einem in so schönen Diagrammen an. Ich habe jetzt noch nicht so viele Daten, aber man sieht schon, hier die Kohlmeise ist aktuell ausgewählt. Die Kohlmeise ist besonders häufig bei mir um 6 Uhr morgens schon da und ist da besonders aktiv, wie man hier sieht. Und hier kann ich halt auch sehen, wann waren wie viele Kohlmeisen da oder beziehungsweise nicht wie viele Kohlmeisen, sondern wie viele Erkennungen. Das ist ja ein Unterschied, ne? Kann halt auch sein, dass es nur eine Kohlmeise ist, die aber die ganze Zeit singt. Natürlich kann ich hier auch noch andere Vögel auswählen. Zum Beispiel, was nehmen wir denn? Nehme ich doch mal die Heckenbraunelle, den nächsthäufigste Vogel hier. Dann dauert es wieder einen kurzen Moment und schon habe ich hier die Aktivitäten der Heckenbraunelle.
Interessant ist auch Daily Charts. Das ist im Prinzip das gleiche wie halt auch in der Übersicht. Allerdings habe ich jetzt hier auch noch die, nicht nur die Top 10, sondern auch die Bottom 10 der heute erkannten Arten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was war letzte Woche Freitag, dann gehe ich hier einfach drauf. Also das kann man jetzt leider im Video nicht sehen. Das ist, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann öffnet hier so ein Kalender und ich, was habe ich gesagt? Letzte Woche Freitag am 15. Submit Date und schon kriege ich die Daten von letzte Woche Freitag angezeigt. Ist eine sehr schöne Sache. Außerdem kann ich mir die Aufnahmen im Detail nochmal angucken. Also nicht nur die besten Aufnahmen, wie hier bei Best Recordings, sondern halt auch ganz spezifisch für bestimmte Arten oder für ein bestimmtes Datum. Also das sind jetzt im Prinzip die Tage, die bei mir schon aufgenommen wurde. Also so lange ist das jetzt noch nicht, wie ihr seht. Und ich kann mir jetzt, was picken wir uns raus? Ich nehme mal den 13.04. und kann dann zum Beispiel wieder die Kohlmeise nehmen. Na? Ja, dauerte einen Moment. Und jetzt habe ich hier viele verschiedene Aufnahmen von der Kohlmeise. Ich klicke jetzt einfach mal auf eine drauf. Ja, mein WLAN ist gerade ein bisschen schlapp. Ganz klar eine Kohlmeise. So, jetzt scrolle ich mal wieder nach oben. Ja, Spektrogramm. Das ist im Prinzip auch wieder das zurzeit verarbeitete Spektrogramm oder die Audioaufnahme, die zurzeit verarbeitet wird und ja, hier als Sonogramm angezeigt wird. Ja, Logdatei, das ist natürlich im Prinzip selbsterklärend, aber falls es Probleme gibt oder falls man sich nicht sicher ist, ob da alles zufriedenstellend läuft, dann kann man sich die Logdatei angucken. Dauert halt auch leider einen kleinen Moment. Das ist bei mir halt auch so, dass das auf dem Raspberry Pi 3B läuft. Geht auch. Empfehlenswerter ist aber ein Raspberry Pi 4B mit 4 GB. Da hat man dann gar keine Probleme. Na, es dauert aber. Aha, da ist es. So, und ja, da sieht man halt hier Burden and Analyzers, bla bla bla. Und so weiter. Läuft hier alles zufriedenstellend, keine Fehlermeldungen oder so. Und ja, hier sieht man auch noch den Privacy Server. Das ist eine spezielle Einstellung, die verhindert, dass Gespräche von Menschen aufgenommen werden. Ne? Also wenn ihr mal bedenkt, das ist ja auch so ein Datenschutzproblem, wenn man das im eigenen Garten hat und dann läuft man vielleicht im Garten rum, unterhält sich mit einem Freund und dann will man das vielleicht jetzt nicht unbedingt der ganzen Welt mitteilen und deswegen werden Aufnahmen, wo Menschen erkannt werden, garantiert nicht gespeichert. So, kommen wir jetzt zum letzten Tools. Normalerweise muss man sich hier übrigens einloggen. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt, deswegen erfolgt hier keine extra Abfrage. Ich kann hier verschiedene Settings vornehmen, zum Beispiel die Vogelliste in Deutsch einstellen, ein paar grundlegende Settings. Ich klicke jetzt hier mal nicht drauf. Ich kann das System Info abrufen. Das dauert auch wieder einen Moment. Muss ich ein bisschen um Geduld bitten. Da sagt er einem dann, ja, zum Beispiel zur CPU-Auslastung oder zur Temperatur oder halt auch zum Belegung des Swap-Speichers. Weil ich einen Raspberry Pi 3B habe und der halt noch ein bisschen schwach auf der Brust ist, habe ich halt hier einen Swap-Speicher. Das heißt, der speichert halt, der benutzt quasi die SD-Karte sozusagen als RAM-Erweiterung. Und ja, es ist nicht wirklich optimal, deswegen empfehle ich einen 4B. Und die Temperatur ist jetzt aktuell 43,5 Grad Celsius, also von dem Raspberry Pi, nicht draußen die Temperatur. Oder vielmehr von der CPU des Raspberry Pi. Was haben wir hier noch? Ich kann zum Beispiel hier die Services, die einzelnen Services, Recording Service oder den Burden and Analyzer Server und so weiter, kann ich alles einzeln stoppen, restarten, enablen, disablen und so weiter und so fort. Oder ich kann die auch einfach alle restarten.
macht im Prinzip im laufenden Betrieb wenig Sinn, außer man hat vielleicht, es gibt vielleicht irgendwie Probleme. Was haben wir noch? Wir haben ja einen File Manager. Prinzip sagt der Name das schon, ist halt ein Dateimanager, womit man halt direkt auf den Pi zugreifen kann. Und weiß ich nicht, was kann man da machen? Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Daten sichern will oder da Daten hochladen will, dann kann man das mal machen. Braucht man im alltäglichen Leben natürlich auch nicht unbedingt. Außerdem kann ich hier auch direkt in die Datenbank reingehen. Ich mache das jetzt mal nicht. Das ist eine SQLite-Datenbank, nur so viel ist gesagt, und man kann die Datenbank bequem kopieren, weil das im Prinzip nur eine Datei ist, die, naja, stetig anwächst, aber man kann halt die Datei einfach kopieren und sichern. Und falls man dann, ja, weiß ich nicht, auf die SD-Karte mal kaputt geht, dann kann man das halt wieder einspielen. Außerdem habe ich ein Webterminal. Ich meine, Terminal kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich kann mich auch per SSH in den Raspberry Pi einloggen, aber ja, oft ist das vielleicht gar nicht nötig und ich kann das halt hier auch einfach, was auch immer ich machen möchte, über das Webterminal machen, ne, und kann dann hier Linux-Befehle eingeben, ne? Denn auf dem .NET Pi läuft ja Linux, genauer gesagt Raspberry Pi OS, früher Raspbian genannt, in der 64-Bit-Variante und ist ein Debian. Ja, gut, das war's jetzt erstmal mit dem Terminal. Ja, Custom Species List braucht man eigentlich nicht, sage ich jetzt mal. Die Excluded Species List, die ist aber vielleicht ganz nützlich. Gerade wenn man in einer urbanen Umgebung ist, dann kann es schon mal sein, dass gewisse Geräusche falsch erkannt werden als Vogelstimmen. Bei mir ist zum Beispiel ein Nachbarshund, der wird, wenn der halt ein bisschen bellt, ist noch ein Welpe. Oder ja, ein junger Hund, sagen wir mal, dann wird er schon mal als Habichtskauz erkannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier keinen Habichtskauz haben und deswegen habe ich den jetzt hier einfach mal ausgeschlossen. Dann taucht er also gar nicht auf. Auch wenn er falsch erkannt wird. Auch wenn jetzt ein echter Habichtskauz auftauchen würde, würde der dann nicht erkannt werden. Aber wie gesagt, hier gibt es keine Habichtskauze. So, im Großen und Ganzen war es das. Was ich halt noch zeigen kann, also man kann auch live in den Garten reinhören, wenn ich also drin sitze und weiß ich nicht, ich bin zu faul rauszugehen, das Wetter ist vielleicht nicht so schön wie heute, dann kann ich mir auch live anhören, was im Garten so vor sich geht. Ich höre gerade nichts. Ah, da kommt's. Ich höre ein bisschen Rauschen, aber sonst nichts, kein Vogelgezwitscher gerade. Ja, ist relativ still draußen im Moment. Optional kann man diesen BirdNet Pi dann halt einerseits ins Internet hängen, also sprich den lokalen Webserver halt öffentlich machen. Dafür braucht man halt einen dünnen DNS-Dienst, also so, dass die eigene IP normalerweise. Wenn man jetzt so eine Standard-DSL-Leitung hat oder so, dann kriegt man ja regelmäßig mal eine neue IP. Und deswegen braucht man so einen dünnen DNS-Dienst und eine Domain, damit der eigene Server dann halt unter einer bestimmten Domain dann halt auch immer erreichbar ist und bleibt. Optional kann man halt auch diese Daten oder den BirdNet Pi mit den Daten an Birdweather anbinden. Das ist halt ein weiteres Citizen Science Projekt, das ich jetzt mal hier kurz zeigen werde. Das ist also Birdweather oder die Weboberfläche. Man sieht hier schön die Landkarte, die Weltkarte und hier ist halt auch, also falls ihr euch jetzt wundert, hier wo es dunkel ist, da ist halt gerade Nacht und hier wo es hell ist, da ist gerade Tag. Und ihr seht, es gibt eine ganze Menge Stationen auf der ganzen Welt und die haben verschiedene Farben und Symbole, also die roten, da ist halt auch noch ein Livestream, ja, ein Livestream.
wo man dann halt auch mal reingucken kann. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade was zu sehen ist. Aha, da regnet's. Da ist ein Eichhörnchen. Seht ihr das? Da ist ein Eich. Ich mache das mal groß. Ja, oder etwas größer. Ein Eichhörnchen, was sich da an dem Vogelfutter bedient. Sehr schön. Und so kann man halt ja, in verschiedene Heustationen halt auch mal reingucken, wenn die einen Livestream haben. Der also jetzt gerade nicht verfügbar. Okay. Das hier, dieses Symbol, das sind halt ja, Heustationen, die halt auch einen Audio-Livestream zur Verfügung stellen. Ist gerade ein bisschen laut. Und hier, wie ihr seht, wird ja auch ein Sonogramm dargestellt. Ich mache das mal wieder weg, weil das so viel Rauschen ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Gehen wir nochmal hier gucken. Ja, offenbar ist da gerade in den USA ein bisschen Unwetter. Können ja mal nach Europa gehen. Hier, United Kingdom oder ah, London. Ah, das ist immer Scheißwetter, ne? War nicht ganz so schlimm. Aber auf jeden Fall wenig Vögel und eigentlich auch nur Rauschen. Gut, habe ich jetzt ein bisschen Pech gehabt, wollte ich euch zeigen und jetzt ist überall nur Krach. Ihr könnt ja auch selber mal experimentieren. Also wie gesagt, dieses Bird Weather, das gehört nicht direkt zum BirdNet Pi, aber man kann den BirdNet Pi optional anbinden an Bird Weather. Dafür braucht man dann eine Bird Weather ID. Die bekommt man von dem Tim Clark. Da fragt man einfach nach auf der Webseite von Bird Weather. Also das ist jetzt hier die Web-App. Ach ja, was ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe hier, da wo jetzt nur so grün ist und Mikrofon, das sind halt reine Lauschstationen, so wie zum Beispiel BirdNet Pi auch, wo jetzt kein Audio- oder Livestream erfolgt, sondern wo halt nur aufgenommen wird und die Daten werden halt geteilt mit BirdWeather und man kann die dann hier abrufen. Also hier wird mir halt dann angezeigt, aha, so und so viele Vögel von den und den Arten sind dann hier bereits gezählt worden. Und das kann ich halt auch übrigens für jede andere machen. Ich kann jetzt auch hier bei Finnland gucken. Ich mache das mal klein. So. Und da habe ich halt, läuft offenbar noch nicht so lange. Da sind nur wenige Erkennungen. Und das kann ich dann halt auch für andere Sachen machen. Gut. Wollte ich eigentlich nur kurz zeigen. Jetzt habe ich schon ein bisschen länger gezeigt. Ist jedenfalls auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja gut, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was braucht ihr denn überhaupt, wenn ihr euch so eine BirdNet Pi Station basteln wollt? Naja, zunächst mal braucht ihr ein Raspberry Pi. Klar. Ein Raspberry Pi 4B am besten, 4 GB, habe ich schon gesagt. Sind leider im Moment etwas schwer zu bekommen. Aber ja, man kriegt die schon noch entweder auf dem Gebrauchtmarkt oder man muss halt warten. Vielleicht habt ihr auch noch einen. Was braucht man weiter? Natürlich ein Netzteil und ein Gehäuse. Ferner, weil der Raspberry Pi keinen Mikrofoneingang hat, braucht man so eine externe Soundkarte. Zum Beispiel von Ugreen, das soll jetzt keine Kaufempfehlung sein, sondern einfach halt nur, um euch zu zeigen, wie sowas aussieht. Es kann auch von jeder anderen Firma sein. Ne? Meistens sehen die so aus, das ist halt ein USB-Stecker dran und halt dann eine Audioklinke, bei manchen auch zwei, ist eigentlich völlig gleich, eine reicht. Die haben meistens einen Anschluss für einen vierpoligen Klinkenstecker. Und so ein Anschlusskabel braucht ihr natürlich auch. So, das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel. Ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Es muss natürlich nur passen. Also vierpolig sollte es sein. Und ja, wenn ihr jetzt so ein Kabel zum Beispiel kauft mit zwei Steckerenden, dann könnt ihr einfach auf einer Seite oder in der Mitte das Kabel durchschneiden und dann eine Mikrofonkapsel daran löten. Und ich zum Beispiel habe hier so eine Mikrofonkapsel, eine
AUM5024LHDR. Wichtig ist auf jeden Fall, also die ist gut, also die ist echt gut, kann ich nicht klagen und kostet nur 2,75 €. Was kann man da falsch machen? Wichtig ist auf jeden Fall, es muss ein oder sollte ein omnidirektionales Mikrofon sein, das also in alle Richtungen aufnimmt. Das ist zumindest für die meisten Anwendungen halt sinnvoll. Das hat ein niedriges, also ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis und einen ausreichenden Frequenzbereich und ist ziemlich klein, 9,7, also keine 10 mm im Durchmesser. Das Kabel könnte man dann theoretisch, je nachdem wie man das dann aufbauen will, zum Beispiel durch ein Aluröhrchen ziehen, dann am Ende dann halt die Mikrofonkapsel einsetzen, das Ganze festkleben, sodass es so ein bisschen wetterfest ist. Aber so oder so sollte man das, die ganze Installation wettergeschützt aufhängen. Da reicht im Prinzip ein kleines Dach. Und ja, ein kleines Dach halt, dass da halt jetzt nicht direkt alles vom Regen nass wird, ansonsten geht's. Was empfehlenswert ist, ist auf jeden Fall so eine sogenannte Dead Cat, also ein Windschutz fürs Mikrofon. Ja, das ist halt auch wieder nur ein Beispiel. Ja, da das Mikrofon klein ist, ja, sollte diese Dead Cat auch entsprechend klein sein. Hier kriegt man direkt zwei Stück. Ne? Also wenn ihr euch mit einem Freund zusammentut, ja, wo war das? Das ist das Audiokabel. Wenn man das in der Mitte durchschneidet, hat man direkt quasi zwei Enden. Ne? Wenn man jetzt hier zwei Stücke von diesem Mikrofon-Windschutz kauft, ja, dann braucht man eigentlich nur noch von der Soundkarte zwei zu kaufen und natürlich braucht man zwei Pi, zwei Netzteile und so weiter. Dann hat man das Ganze direkt zweimal. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, ist ein Gehäuse für den Raspberry Pi. Macht natürlich Sinn, das Ganze in Gehäuse zu packen. Da kann man sich selber Gedanken zu machen, wie man das am besten macht. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ja, ein Alu, ja, was heißt, würde ich auf jeden Fall empfehlen? Also ein Raspberry Pi Alu-Gehäuse ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gucken, ob ich das jetzt finde, was ich meine. Allerdings hat ein Alu-Gehäuse, ja, man kann theoretisch auch sowas nehmen hier, ne, die kühlen sehr gut mit Lüfter und mit mit einem Heatpipe-Kühler. Ist schon ganz gut. Ich persönlich habe so ein Gehäuse genommen, ich klicke mal eben drauf. Kostet jetzt hier bei Reichelt 12 €. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht irgendwo sogar billiger kriegt. Und der Vorteil ist halt hier, dass es eine sehr gute Kühlung hat. Weil diese Nocken halt direkt auf den heißen Bauteilen aufsitzen, mit einem Heatpad noch dazwischen. Und dadurch halt die Hitze gut abgeleitet wird. Denn so ein Raspberry Pi, wenn der dann in Volllast läuft, dann braucht er halt schon eine gute Kühlung. Der Nachteil bei so einem Alu-Gehäuse ist halt aber, dass das dann mit dem WLAN echt schlecht aussieht. Ne, also auf dem Raspberry Pi ist ja ein WLAN-Chip und wenn ihr dann Metallgehäuse drumherum baut, dann ja, kommt da nicht mehr viel raus. Ich habe mir dann noch ein Loch da reingebohrt und eine externe Antenne reingebaut. Kann man so machen. Ist vielleicht ein bisschen Aufwand, weil auch auf der Raspberry Pi Platine eigentlich kein Anschluss für eine externe Antenne dran ist. Den muss man also auch erstmal drauflöten. In dem Fall wäre es dann halt einfacher, wenn man dann halt ein anderes Gehäuse nimmt, was vielleicht nicht aus Metall ist und auf eine andere Kühllösung zurückgreift. Oder man verwendet halt einen Wi-Fi, also einen WLAN-Dongle und dann hat man das Problem quasi auch umgangen. Da muss man nur aufpassen, dass man dann das richtige WLAN-Modul verwendet. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, ne, wie kriege ich das, wie finde ich das? So, also hier, das ist jetzt die GitHub-Seite von dem Projekt. Wenn ich jetzt nochmal auf den lokalen Server gehe. Aber okay, den habt ihr jetzt noch nicht. Ich würde jetzt hier auch auf die GitHub-Seite kommen, aber am Anfang habt ihr den ja noch nicht. Also geht ihr einfach auf die GitHub-Seite. Da könnt ihr euch auch noch mal informieren. Das ist dann natürlich alles in Englisch.
Hier stehen also auch nochmal einige Informationen, eine kurze Einführung, wie das funktioniert zum Beispiel. Das funktioniert zum Beispiel über die TensorFlow Light Engine von Google. Also das ist so ein Machine Learning Dings, ne, was da so mit Pre-Built Models oder Pre-Learned Models arbeitet, ne, und oder nicht nur Pre-Learned, sondern halt angelernte Modelle, also ist ja komplett fertig, der erkennt ja dann schon alle Arten, wenn ihr das jetzt installiert, ne, und welche Features das hat, steht hier halt auch nochmal. Ich habe es euch eben ja größtenteils vorgestellt. Ja, auch was benötigt wird. Ne? Hier steht es auch nochmal, ein Raspberry Pi 4B oder 4B oder auch ein 3B Plus. Ich habe einen einfachen 3B, aber das ist halt echt grenzwertig. Es gibt jetzt auch eine Version für den Raspberry Pi Zero. Wie heißt das Ding? W2 oder so. Ja, was aber halt noch wichtiger ist, ist halt, hier steht etwas, wie man das jetzt installiert. Im Prinzip ist es nur diese eine Befehlszeile. Ne? Also ihr habt das Raspberry Pi OS auf eine SD-Karte gebrannt, bootet das dann hoch, gebt diesen Befehl ein und schon wird BirdNet Pi installiert. Dauert eine ganze Weile, also etwas Geduld. Aber eigentlich ist es einfacher, wenn man sich jetzt hier noch, also gerade für Anfänger, wenn man sich jetzt hier die genaue Bedienungsanleitung anguckt, die habe ich jetzt hier schon mal geöffnet, wo wirklich Step für Step, also Schritt für Schritt, alles haarklein erklärt wird. Ne? Also man verwendet den Raspberry Pi Imager, den kennen vielleicht manche von euch, ist halt eine von vielen Möglichkeiten, wie man ein Image auf eine SD-Karte brennt oder Micro-SD-Karte. Und ja, da ist vielleicht zu erwähnen, muss man sich das richtige Image runterladen. Das ist ja irgendwo auch noch angegeben und verlinkt. Man sollte das, also ich habe Raspberry Pi OS Bullseye Lite Version in 64-Bit. Also Lite heißt halt ohne Desktop, weil brauche ich halt nicht. Ja, kann man aber auch mit Desktop. Also auf dem 4B ist das kein Problem, wenn man jetzt einen Desktop unbedingt braucht. Ich scroll mal etwas weiter runter. Ja, also es gibt hier beim Pi Imager halt die Möglichkeit, über einen Shortcut halt hier direkt schon so ein paar Einstellungen vorzunehmen. Also vorab vorzunehmen, bevor man überhaupt das Image auf die SD-Karte flasht. Ja, das hat halt den Vorteil, dass ihr direkt ein Hostname vergeben könnt, ein SSH-Passwort und halt auch ja, ein Username und ein Passwort und auch WLAN-Zugang mit dem entsprechenden Passwort eures WLAN-Routers. Ja, außerdem kann ich halt auch noch die Locales einstellen, also die, wie soll ich sagen, die Zeitzone und in welchem Land man halt ist und so weiter und so fort. Bla bla bla. Und dann brennt man das dann. Und ja, dann gibt man halt diesen Befehl ein. Wo ist es? Ach so, ja, Fingerprint. Ne, wenn man jetzt über SSH sich erstmals mit dem Raspberry Pi verbindet, dann fragt er natürlich nochmal so noch ein Fingerprint. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Und da sagt man halt ja. Ne, ich und muss dann halt den Login und Passwort eingeben oder halt, ja. Ich scroll mal etwas weiter. Ja, und hier ist dann halt die Befehlszeile, die man halt eingibt, um halt BirdNet Pi zu installieren. Und ja, hier ist das so ein bisschen im animierten GIF dargestellt. Das dauert wirklich eine ganze Weile. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es dauert. Und wenn es fertig ist, dann könnt ihr quasi, oder wird ihr automatisch rebootet. Und dann könnt ihr halt schon über euer lokales Netzwerk, über den Hostname, den ihr vergeben habt, dann halt schon direkt drauf zugreifen und solltet dann hier quasi die Oberfläche, wie hier dargestellt, aufrufen können. Ja, und dann geht ihr halt noch auf Tools direkt, und um da in den Einstellungen noch was vorzunehmen, dann müsst ihr euch auch erst wieder mit dem Username und Passwort einloggen. Und dann könnt ihr halt jetzt verschiedene Einstellungen, zum Beispiel eure genaue Position,
Latitude, Longitude, also das macht vor allen Dingen Sinn für Birdweather-ID, also für wenn ihr diese optionale Anbindung an Birdweather haben wollt. Und ja, wie gesagt, man braucht halt noch diese Birdweather-ID. Hier ist halt auch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier erkennen könnt, also im Prinzip in dem Einstellungsfenster ist jetzt die E-Mail-Adresse von Tim Clark verlinkt und da könnt ihr halt nach einer ID fragen. Ja, und dann klickt ihr hier auf Okay, jetzt steht hier Success, weil es schon gedrückt wurde. Achso, noch die Sprache der Datenbank kann man halt auswählen. Da macht es natürlich Sinn, dann als Deutscher dann halt auch Deutsch auszuwählen, sodass einem die Vögel dann halt auch mit deutschen Artnamen angezeigt werden. Die Oberfläche bleibt im Grunde genommen Englisch, aber ja, das ist jetzt, denke ich mal, kein großes Problem. So, ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen und ich hoffe auch, dass ich euch für BirdNet Pi begeistern konnte. Und ja, sag jetzt mal viel Spaß beim Basteln und würde mich echt freuen, wenn halt auch mehr Leute mal ein bisschen mehr Sinn für die Natur bekommen, für die Artenvielfalt und in dem Fall jetzt hier für die Vögel. Wenn sie erstmal merken, was denn da im eigenen Garten alles für Vögel sich so herumtreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.